Ja, oh, guten Morgen, meine Freunde. Was heißt guten Morgen? Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Gothic 2. Ihr habt wieder eingeschaltet. Ich bin euer Helmhard. Freut mich, dass ihr dabei seid. Alter, ich muss echt mehr draußen in der Wildnis. Ich muss echt mal ein bisschen mehr erkunden. Ich habe übel wenig Heilpflanzen. Und so ein Zeug. Ich muss echt ein bisschen mehr machen. Ich bin zu wenig draußen unterwegs. Abspeichern. Und dann probieren wir uns hier an dem Feldräuber. An dem einen. Da. Die treffen mich halt eben auch immer. Ihr seht's ja. Ich kann natürlich hier auch einfach nur stumpf zuhauen. Das kann ich auch machen. Nützt mir aber nichts. Ihr seht ja, wie viel HP ich noch habe. Ich habe es auch gerade so geschafft. Ich habe einfach zu wenig Leben. Jetzt fehlen uns hier noch 4. Die machen wir mit dem Fisch. Mir fehlen halt aber auch noch ein paar EP bis zur nächsten Stufe. Also da ist noch... Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich brauche vor allen Dingen auch ein bisschen mehr HP. Wie viel Geld habe ich denn? 559 ist jetzt auch nicht mehr die Wucht. Nichts zu holen. Hier ist kein Loot mehr drin. Jetzt gehen wir erstmal zu Erol. Sagen dem, dass wir seine Steintafel gefunden haben. Kriegen dafür wieder EP. Ist halt das, ich wollte halt eigentlich würde ich wirklich zuerst ins Kloster. Hey. Bevor ich hier. Wegen eigentlich würde ich zuerst ins Kloster, Ich danke dir. Das sind genug. Gehe. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wasser. Weil beim Kloster kann ich halt eben easy ein paar EP abfarmen, ohne viel machen zu müssen. Wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Nee, warte. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. Ey, bleib stehen. Warte mal. Du hattest mir versprochen, mir das zu zeigen. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Gut, pass auf, wenn du richtig... So. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich muss jetzt noch wissen, bei wem ich diese Quest auslösen kann. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher. Aber ich rede jetzt erstmal mit Greg, mal gucken, was der mir zu sagen hat, und dann gucken wir mal weiter. Aber das ist und dann sehe ich zu, dass ich erstmal diese scheiß Innerstatue finde und ins Kloster zu kommen. Weil ich denke mal, ich mache wirklich zuerst das Kloster, bevor ich mich dann für die entscheiden muss im Endeffekt und gehe dann zu den Söldnern, wenn ich dann quasi vor der Entscheidung stehe, ob ich da nur hin will oder nicht, und dann gehe ich halt eben ins Klo zu den Söldnern. So, Greg. So. Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Könnte auch Diego sein. Aber wir reden mal mit ihm. Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Ach, nee. Hier hast du 10 Goldmünzen. Genau. Du arme Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Dann gibst du mir wieder. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir alleine ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Natürlich. Komm. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Ich komme. Ich ahne Böses, Freunde. Ich ahne Böses. Nichts zu holen. Ich ahne Böses. Das geht da hundertprozentig nicht gut aus für uns.
Da mache ich jede Wette, dass das für uns nicht gut ausgeht. Ich glaube, das wird wieder so eine lustige Folge werden. Ja, easy, da unten zwei Wölfe und ich krieg die EP nicht. Verdammt, Alter. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja. So, das war's mit dir, du Mist. Ach, die schöne EP. Naja, gut, was soll's. Abspeichern. Ach, die Höhle ist gleich hier, ne? Das ist ja wirklich nah dran. So, mein Freund, hier Spitzhacke. Ist die Höhle. Ich gebe dir schon mal eine Hacke. Na klar. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. So. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Ja, Alter. Du weißt ja überhaupt... Ach komm, ist egal. Der weiß ja gar nicht mal, was in der Höhle drin ist. Och nö. Och nö. Greg? Greg Koblenz! Greg! So, das war's. Ein Mistvieh weniger. So, das war's. Alter. Du könntest auch mal ein bisschen eher zuschlagen, Mann. Okay, die kam von rechts, also ist rechts vielleicht frei. Oder? Oder doch nicht? Da sind drei! Hilfe! Greg! Greg! Ein Mistvieh weniger! Alter! Er nimmt mir halt noch die EP für den Schwarzen weg. Ein Mistvieh weniger. Och, Mann. Also. Wie ist es denn jetzt hier? Wertvolle Innenstatue. Oh. Oh, Freunde. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, das ist die Innenstatue von Daron. Sicher bin ich mir nicht. Aber ich glaube, es ist so. Ne, jetzt ist jetzt erstmal egal. Jetzt müssen wir erstmal das Kreuz finden. Oh, hier liegt Essen. Hier liegt Essen. Geil. Okay, alles frei. Kein Essen mehr da. Gut. Dann in die nächste Höhle. In den anderen Abschnitt. Habe ich Pfeile? Ja, 62. Ich kann die auch mit Pfeilen bekämpfen. Pfeilschutz haben die nicht so hoch. Problem ist nur, wenn es mehr als einer ist. Oh. Ich muss hier weg. Greg! Alter. Wie er die umhaut. Jawohl. Die habe ich endlich mal gekriegt, die EP. Mal, kann ich Goblins eigentlich blocken? Nö! Kann ich nicht! Überhaupt kein Problem, Alter. Halt die Fresse! Greg, du bist so ein unfähiger Vollidiot. Alter! Weg mit der Waffe! Ein Mistvieh weniger. Junge, alles muss ich hier alleine machen. Da ist nichts zu holen. Auf jeden Fall war hier oben eine Goblinbeere, so. Heilkraut, Goblinbeere. Goblinbeere heißt Geschick.
Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, oh nein, esst das nicht. Wie gesagt, ich habe nicht vor, auf Decks zu gehen. Das wisst ihr ja. Und daher kann ich die auch so essen. Um eventuell ein bisschen an Geschick zu kommen. Vielleicht gibt es ja mal... nichts zu plündern. Dann 20 Geschick oder so. Dann kann ich einen besseren Bogen tragen. Da ist nichts zu holen. Oder ein Degen. Zum Beispiel. Alter, wie groß ist denn die Höhle noch? Oh Mann, ey. Ja, zwei Goblins noch. Da. Mit Fallen sind die easy. Mit Fallen sind die echt easy. Man muss halt nur treffen. Das ist dann halt so das Ding, ne? So, hier ist auf jeden Fall das rote X, was wir suchen sollen. Steintafel? Ne, ich dachte. Schade. So, da können wir nämlich jetzt gleich zurück in die Stadt. Dann kann ich auch nochmal im Hafen nach der Quest für die Waffenhändler fahren. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, Lederbeutel. Nice. Geil. So. Gut. Das reinste Ach, nee. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, hier. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Geil. Her damit. Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Einem F. Also wie gesagt, ich weiß, dass die Waffen... Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Mhm. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Naja, schon klar. Also gehen wir nochmal zusammen durch. Ich weiß ja... Also wie gesagt, die Quest mit den Waffenhändler kenne ich ja. Ne? Die haben wir jetzt noch nicht. Was ich aber weiß, ist, dass irgendein Waffenhändler oder irgendjemand aus der Stadt die Banditen mit Waffen versorgt. So. Das weiß ich. Wer das jetzt aber nochmal war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es irgendeiner aus der Stadt. So. Und da... der Degen mit einem F markiert ist, heißt es, der Typ fängt vielleicht auch mit F an. Haben wir einen Waffenhändler mit F? Harad, H. Harkon, auch H. Wen kenne ich denn in der Stadt überhaupt mit einem Namen F? Cardiff. Nagur. Nagur ist eh weg. Wen kenne ich denn in der Stadt überhaupt mit F? Oh. Sumpfkrautstängel übersehen. Wen kenne ich überhaupt mit einem F im Namen? Aber selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich sogar noch mit dem Riechen sprechen würde, würde das bestimmt nicht reichen. Weil nur weil auf der Waffe ein F eingeritzt ist, heißt es ja nicht gleich, dass von dem die Waffe sind. Ja? Logischerweise. Der wird das natürlich abstreiten dann in dem Falle. So, wenn ich Pech habe... und ich rede auch noch aus Versehen mit demjenigen, der die Waffen liefert und hab nicht gleich genug belastende Beweise dabei, kann es sein, dass du mir am Ende noch ein Tötungskommando auf den Hals hältst, die mich dann einfach mal umlegen eiskalt. Das kann natürlich auch passieren.
Ja. Das ist ja alles möglich. Ich habe nicht hier drüben schon mal geguckt nach Pflanzen? Ich glaube nicht. Ja, was das angeht, habe ich eigentlich viel zu wenig Pflanzen im Inventar. Normalerweise müsste ich viel mehr haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aha! Noch ein Pilz. Hier unten war ich schon. Ich mache jetzt erstmal hier drüben geradezu den Weg frei. Waren denn nicht Blutfliegen? Achso, die haben sie schon gekillt, glaube ich. Genau. Hier hinten habe ich doch bestimmt noch nicht geguckt. Na, Pflanzen. Ha, wusste ich doch. Heilpflanze noch abgesahnt. So, hier müssten nämlich noch ein paar Ratten stehen, wenn ich mich nicht täusche. Ah, hier. Ja, Vieh trifft mich halt immer und immer wieder. Fleischwanze. Ich mache eine Fleisch... Oh, 10 EP. Aha. Wieso treffe ich die Fleischwanze jetzt nicht mehr? Da ist sie. Sehr schön. Einwandfrei. Nichts zu holen. So. Wie viel HP haben wir? 30 müssen wir regenerieren. 30 HP. 24. Es gibt Mana, das will ich ungern verschwenden. Ja komm, dann tu halt den Fisch hier hin. Abspeichern. Und dann sind hier unten nämlich noch eine Ratte. Wenn nicht sogar zwei. Eine ist hier. Zwei. Genau. Zwei Ratten. Die kommen gleichzeitig. Ah, die hat hier wieder nur ihre Freunde im Sinn. Oh, easy. One hit von hinten. Nice. So schwach sind wir gar nicht. Ja gut, wir haben jetzt das Vieh natürlich auch mit einem Hieb von hinten erledigt. Und im Laufschlag. Oh, da vorne sind zwei Moderates. Oder eins zumindest. Aber ich glaube, es waren zwei. Oh, die kommen auch gleich zu zweit, Mann. Das ist ja mies. Jawohl. Der Laufschlag hat es jetzt gebracht, Freunde. Der Laufschlag hat es jetzt gebracht. Darauf habe ich jetzt so spekuliert, weil ich jetzt schon das dritte Mal mitgekriegt habe, dass ein Laufschlag anscheinend sehr effektiv ist. Deshalb bin ich jetzt da einfach mal reingerannt. Rostige Axt. Pfeil. Vor allen Dingen ist halt auch geil, hier liegt ein Schiff. Ne? Ein Schiffswrack. Im Wald. Ne? Das ist halt schon geil an sich. Können wir jetzt hier gleich mal gucken, ob hier irgendwie, habe ich schon abgespeichert. Wenn nicht, tue ich es jetzt. Gucken, ob hier noch irgendwie Loot ist. Welchen ich mitnehmen kann. Ja, Feuernessel. Da oben sind noch Pilze. Greift mich gerade jemand an? Ich dachte jetzt, weil die Musik auf einmal so umgeschwenkt ist, dachte ich jetzt, ich werde angegriffen. Oh, Seraphis hier mitnehmen. Oder Blauflieder, wie es hier so schön heißt. Jetzt hänge ich hier wieder an so einem Ast. Das ist der Nachteil an diesem Texturen-Patch, dass da manchmal hier Texturen reingesetzt worden sind, die eigentlich gar nicht im normalen Spiel vorhanden waren. Und die haben die quasi eingefügt und da bleibt man ab und zu auch mal dran hängen. So, war hier nicht eben noch irgendwo eine Höhle? Da hinten. Gucken, was uns da drin erwartet.
Auf jeden Fall erstmal eine Riesenratte. Und da hinten, was ist da hinten? Brennt auf jeden Fall ein Feuer. Was ist denn da hinten? Oh, da sind Banditen. Nö. Nö, nö. Lass mich mal in Frieden. Leichte Ork-Axt, nice. Rostiges Schwert, Riesenratte. Wo geht's hier hinter? Goblins? Minecrawler? Oh, ein Lager. Geil. Kiste vielleicht? Oder hier nur Pilze? Okay, scheint noch Pilze drin gewesen zu sein. Gut, Freunde, dann machen wir jetzt mal einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann gehen wir in die Stadt, suchen nach der Quest für den Waffenhändler und gucken, ob wir die richtige Innenstatue für Daron dabei haben. Also, bis dahin. Bleibt gesund. Ciao, tschüss, euer Helmut.